Jetzt sind die Slavutskis genommen wieder hier. Heute fahre ich mit dem Nikolas Zerstörer. Ne, heute fahre ich mit dem Nikolas Zerstörer. Ja, aber irgendwie klingt das komisch. Also nochmal. Hey. Hallo. Ne, also wie gesagt, heute bin ich mit dem Nikolas Zerstörer unterwegs. So, ist richtig. Oh, scheiße, ich glaube, ich muss jetzt mal die Flakbot machen. Rang 5 bei den Amerikanern, wie man sieht. Torpedoreichweite 5,5 Kilometer maximal. Flak habe ich jetzt nicht im Kopf. Ist auch nicht so wichtig, ich werde wohl nicht allzu viel schießen. Da ich ja so Zerstörerass bin, nicht? Werde ich ja relativ früh dann ausscheiden, denke ich mal. Gerade mit denen ist es schlimm. Also, irgendwo hatte ich ja mal gelesen gehabt, dass Wargaming selber angegeben hat bei dem Spiel hier, dass die japanischen Zerstörer eigentlich für die Anfänger sind. Gut geeignet für die Anfänger. Also haben alle gesagt, das sind Anfängerzerstörer. Klar, mit einer Reichweite von meistens, bei den meisten, 10 Kilometern, wenn nicht gar mehr, und einer unheimlich hohen Verdecktheitsrate, wie heißt denn das? Verstohlenheit, sagen wir mal, ja, also man ist, haben wir hier alles. Man sieht doch das in der Kase. Dann gibt es halt nur ein Zerstörer auf jeder Seite. Und mein Gegner muss auch eine Mine-Kase sein. Ich kacke jetzt. Ich gebe auch zu, ich reg mich dann immer auf, weil ich mir denke, Mann, das sind ja wirklich Anfängerzerstörer. Mit jedem anderen musst du, gerade mit den Russen, dann musst du ja in das Schiff schon reinfahren, bevor du mal was ausklinken kannst. Ja, und dann auch eventuell triffst, wenn du Glück hast. Ja, aber mit den anderen, wann werden die denn mal aufgedeckt? Ja, eher selten. Wie oft habe ich schon gehabt, ich sehe die scheiß Torpedos. Und wenn ich die Torpedos sehe, aber das Schiff dazu noch nicht ein einziges Mal ersperrt habe, dann ist es ganz genau japanisch. Und dann ist es auch mal japanisch. So, ich werde jetzt hier ein bisschen Geronimo-Style einfach hier reindrücken. Es ist nicht so, dass ich irgendwie schnell sterben will, aber ich bin irgendwie gerade ein bisschen ratlos. Ich versuche mir halt irgendwie hier die Lorbeeren zu verdienen durch Aufdecken und dergleichen. Waren ja alle so weit außen, ne? Also ich glaube, hier fetzt mich das auch gleich weg, denn ich bin der Einzige, der hier so nah ist gerade. So, jetzt habe ich schon jemanden in Schussreichweite, aber noch nicht in Torpedoreichweite. Okay, jetzt hat sich das eh erledigt. Ich habe meine Flak vergessen auszustellen. Und ich wurde entdeckt. Nebelwerfer gestartet. Natürlich, wie man sieht, durch das Abdrehen des Kollegen da, sind sie jetzt vorgewarnt. Natürlich, weil sie meine Nebelwand sehen. Also wissen sie, dass hier so ein Zerstörer ist. Da sehen sie, oh, der kann ja bestimmt was. Viele Zerstörer spielen, der sind ja so Asse. Da bräuchte gar nicht wegwarnen, der wird eh nichts treffen. Nebelwand gelegt. So, und so nah wie ich ran muss, da hat doch jeder japanische Zerstörer seine Scheiße schon längst ausgeklinkt und ist schon nach Hause, auf Weg nach Hause Tee trinken. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff. So, das ist jetzt pure Verzweiflung. Oh fuck yeah. Oh, zwei Brände schon mal drauf. Schöne Sache. Und ich muss ja erstmal irgendwie hier investieren. Ich bin gleich weg. Ich bin echt gleich weg. Scheiße, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich schon wieder so schnell verrecke. Da ist auch noch. Guck dieses Kackboot an. Ich weiß gar nicht, worauf ich schießen soll. What the fuck, ey. Komm, ein Torpedo noch rein. Ein Torpedo noch rein, Pless. Ja! So. Und vielleicht hier in die Bogue auch noch? Dann weicht der aus. Wie hat er die Zeit gehabt? Verstehe ich nicht. Aber ich verstehe nicht. Wie konnte der den ausweichen? Aber vielleicht habe ich so ein kein gutes Gefühl dafür gehabt. Mir kam es vor, als wäre ich doch relativ nah und der könnte nicht ausweichen. Naja, machen wir noch eine Runde, ne? So, noch eine Runde mit der Nikolas, wie ich schon versprochen hatte. Ich bin so ein bisschen länger unterwegs als so 4,5 Minuten hier. Oder 4 Minuten, aber auch mal, das war alle jedenfalls weit unter 5. Ja, obwohl, weit unter 5 nicht. Also, wenn es 4 Minuten 31 waren, dann waren es ja schon nah an die 5.
Auch glaube ich eigentlich. Das ist natürlich ein bisschen schwierig hier bei dieser Karte. Ich hasse das, wo gibt's Zerstörer, wo man 4 Kilometer ran muss. Das ist ja viel Kacke. Ist hier jetzt nicht der Fall, aber... Was natürlich auch, weil ich nicht so... Also was auch schwierig für mich ist, weil ich nicht so wirklich häufig Zerstörer fahre, immer mal wieder, wenn es mich juckt, ist natürlich auch das Schießen. Eigentlich müsste ich viel langsamer fahren, um mich hier zu treffen. Das Blöde ist ja, ich weiß das ja eigentlich. Ich mache es nur trotzdem nicht. Ich kann mir nicht erklären. Ich weiß nicht, warum ich es nicht mache. Ich glaube, ich habe Angewohnheit, überwiegend hier mit voller Geschwindigkeit rumzukurven. Ich meine, ich bremse natürlich schon mal ab hier, wenn, ne? Die Situation ist erfordert. Aber naja, die meiste Zeit bin ich ja doch schon eher ziemlich schnell unterwegs. Und hier fällt mir eigentlich auf, wahrscheinlich wäre es besser, wenn ich als Zerstörer langsamer fahre und auf den Support von den anderen warte. Natürlich will ich mich nicht mit denen aufdecken lassen. Gut, wir haben hier nur einen Flugzeugträger und sein Krempel ist auf der anderen Seite. Man hofft ja immer noch, dass man doch was reißt. Aber ich denke, wie nah ich jetzt noch ran müsste, um den zu treffen. Mit Torpedos. Ja. Und wie dann doch einfach nur in ein paar hundert Metern, also jeder japanische Zerstörer hier locker klack klack seine Scheiße ausklingt und man hofft dann, eventuell noch trifft. Maschinenboost aktiviert. Obwohl, bei der Reichweite ist es natürlich auch ein bisschen blöd, da muss schon einer ziemlich dämlich sein, um da reinzufahren. Oder gerade in einer blöden Position, oder zwei rammen sich und keiner kommt weg. Konzentration. Das ist spannend. Das war deshalb sarkastisch gemeint. Ja, für mich ist schon jetzt ein Nervenkitzel, ich muss echt aufpassen. Ich will mich auch erst so spät wie möglich aufdecken. Lassen hier. Das wird ja früher oder später geschehen. Scheiße. Wie lange man ranfahren muss, ist einfach lächerlich. Ne? Und du hast gerade keine Russenfahrer. Das ist noch schlimmer. Aber dafür haben sie eine bessere Feuerrate. Etwas größeres Kaliber, also des Öfteren. Nebelwerfer gestartet. Nebel. So, der dreht doch jetzt. Das ist doch gut. Das muss jetzt aber sitzen. Zusehen, dass ich das jetzt mache, bevor seine Sekundär an. Nebelwand gelegt. Sekundärgeschütz anfängt zu ballern. Die knallen ja auch schon mal auf die Fresse. Ich muss auf jeden Fall mal ein bisschen mehr üben. Also, demnächst würde ich sowieso mal wohl ein paar Koop-Gefechte machen. Ich habe das auch Kasafran schon geraten, weil sie auch so Probleme mit Zerstörern hatte. Die meistens wie Kreuzer fährt. Was echt jetzt? Deaktiviert. Zu mir erzählen, kein Torpedo geht rein. Das gibt's doch nicht. Wie sie alle vorbei ist. Ey, guck mal, wie viel ich rausgeknallt habe und wie keiner trifft. Jetzt sterben die auch gleich ab. Ey, das ist frustrierend. Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, ich habe Kaiserin Franzi geraten, dass sie Koop-Gefechte machen soll. Oh, so knapp, ey. Koop-Gefechte machen soll, weil sie da gegen Bots kämpft, die jetzt nicht ultra dumm sind, also schon schlechtere Fälle gesehen, wo sie halt ein bisschen üben kann. Und das sollte ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich bestimmte Schiffstypen, sagen wir mal, Zerstörer und Zerstörer fahre. Lange gibt es auch, bis jetzt was beendet wird. Ich bin echt nur gerade ein bisschen platt, ey, dass nichts reinging da bei dem. Dafür eben habe ich mir jetzt so den Arsch aufgerissen. Ja, das sieht man mal. Scheiße. Zu uns. Zu uns nach Hause. Achtung, Wohnung beschützen. Ich glaube, ich
Captain. Abgebracht. Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Wird ausgeführt. Also ich meine, ich könnte es ja schaffen, ne? Bisschen Leben habe ich noch. Ich könnte also zumindest durch Artillerie den Typen versinken. Oder auch hier. Jo. Ah, der war schon wieder erledigt hier. Hans Werner 1970. Weil ich glaube, ich muss schon Karriere. Ist ja wirklich Hans Werner oder ist das so wie Klaus Detlef, ne, Klaus Dieter und Klaus Detlef, das ist die Kombination, habe ich noch nie gehört. Der nächste Anfang irgendwas Short oben. Nichts in Reichweite hier auch, ne? Nicht mal Schussreichweite. Wir sind schon aktiziert. Und ich denke, dass wir das verlieren. Man soll ja nie gleich aufgeben, aber das sieht echt nicht gut aus hier. Wir haben einfach zu viel Verluste, punktetechnisch und schiffstechnisch, das wird dann nichts mehr hier. Man kann jetzt eigentlich nur noch schauen, dass man so niedrig wie möglich verliert. Oh ja, hier, komm. Den muss ich mir holen. Maschinenboost aktiviert. Irgendwie muss ich den versenken. Entdeckt. Schön. Muss ich natürlich wieder darauf achten, wie ich ziele. Gerade bei der Geschwindigkeit, aber langsamer fahren werde ich bestimmt nicht. Naja, ich kriege ja Treffer, aber. Wie sieht das aus? Oh, 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 oh. Alle Stationen, verteidigen die Basis. Wir haben keinen Vorteil von Zerstörern, halt schön schnell. Guckt man die unbedingt gleich oder auf die Mütze. Kann halt noch relativ flott ausweichen. Ja, der muss jetzt mal runter gehen. Geh doch mal rein hier. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Eieiei. Schlappe 50 Milliarden Schüsse und schon ist er weg. Nebelwerfer gestartet. Okay, los. Feueralarm! Echt. Problem gelöst. Ist natürlich blöd, wenn man schon kaum noch Leben hat und auf jeden Fall jeden Brand sofort löschen muss. Vielleicht probiere ich mal Hans Werner, ich brenne schon wieder. Ja, dann, das war's jetzt. Das war's jetzt. Nebelwand gelegt. Fuck ja, hier so eine Scheiße, ne? Mann, ey. Den noch zu treffen hier. Blöd, wenn man weiß, dass man auf jeden Fall keine Chance mehr hat, ne? Dass man einfach verrecken wird hier. Ah, komm mal. Das gegnerische Team hat die. Wie das Schiff noch so geschlittert ist. Das sah ja beknackt aus. Naja, so ist es halt. Wenn man so ein Ass ist. Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, wenn ihr wollt. Viel Spaß nochmal zocken. Bei was auch immer ihr zockt. Ich weiß nicht, was wir gucken uns das hier noch ein bisschen an. Ja. Bis demnächst. Ciao, ciao.